das ist ja eine richtige optische Brille. Also, hier, der nächste Film ist ein Film, da muss ich sagen, den habe ich am Klavier begleitet, mal öfters. Und das ist ein Stummfilm und der ist von Buster Keaton. Buster Keaton hat ungefähr für mich ein Status so wie Beethoven in der Musik. Da ist der Buster Keaton im Film. Das ist ein Film, der überzeugt einfach durch seine unglaubliche Rasanz. Und wie gesagt, ist ein Stummfilm. Jetzt weiß ich nicht, ich mag immer nicht so gerne, wenn Stummfilme vertont werden mit Musik. Zum Beispiel, dass da einer so Dixieland spielt oder so. Ich finde das gut, wenn das live im Kino stattfindet. Und vielleicht ist da heute jemand da, der hier spielen kann. Das fände ich natürlich klasse. Und wenn der jetzt schon da sitzt, dann sage ich mal einen Riesenapplaus für den Typen oder die Frau, die da jetzt am Klavier sitzt oder hier an der Kinoorgel. Hier gibt es ja, oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, eine tolle Kinoorgel. Die war weiß mit goldenen Rändern und die hieß, glaube ich, das war, glaube ich, eine Wurlitzer Orgel, ein Riesending. Sowas hätte ich gerne auch für zu Hause. Da könnte ich dann, sagen wir mal, wenn jemand in der Küche irgendwie was tut, dann könnte ich das dann aus dem Wohnzimmer heraus musikalisch kommentieren. Das finde ich klasse. Aber der Film The General mit Buster Keaton ist ein Meilenstein in der Filmgeschichte. Und wenn man jetzt so heute mal so Hollywood-Filme sieht, so Blockbuster, das ist dagegen, der Film The General hat viel, viel aufwendigere sogenannte Verfolgungsjagd-Szenen. Also die sind nämlich wirklich live gedreht, gar nicht am Computer, sagen wir mal, mit Special Effects belegt oder so. Das ist einfach, also das ist der pure Wahnsinn. Viel Spaß bei The General mit und von Buster Keaton.